Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zu einem weiteren TCG Opening! 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 Ja, wie ihr sehen könnt, mit etwas ja, außergewöhnlich Besonderem. Ja! Und zwar mit einer Atmurai Tinbox aus dem Schwarz- und Weiß-Universum. Ja, wie man sehen kann, sind hier drei Booster aus der Erweiterung Schwarz und Weiß drin. Mhm. Wir haben, ach hier steht vier Booster-Packs, aber hinten stehen nur drei. Wir gucken mal. Eine spezielle holographische Pokémon-Karte, das wird wahrscheinlich die Atmurai-Karte sein. Mhm. Und eine coole Sammelfigur. Leute! Ihr wisst nicht, wie lange ich mich schon darauf freue. Und ja, wir werden diese Büchse der Pandora öffnen. Mhm. Ah, hier steht übrigens eins von drei Mächtigen. Und hier steht vier Booster Packs. Also du hast wieder nur die drei gelesen, der Herr. Aber hier steht drei Booster Packs. Diese, die Tinbox Kampfentwicklung enthält. Also okay, Leute, wir können alle nicht lesen. Wir lassen uns einfach überraschen. Genau. Wir kennen uns nicht mit Schwarz und Weiß aus, mit den Boostern, weil wir da, also ich habe dort davor schon aufgehört. Meine bessere Hälfte hat ja jetzt erst mit Sonne und Mond angefangen. Genau. Deswegen, es ist eine große Überraschung. Und meine Lieben, da muss... ich bin aufgeregt. Mhm. Meine Lieben, da muss auch nichts Großes drin sein. Ich will einfach nur schöne alte Karten sehen. Ihr habt ja jetzt schon, also wer unseren Kanal ein bisschen öfter verfolgt, haben wir jetzt schon ein paar ältere Dinge geöffnet. Ja. Und das wird jetzt eins der besonderen Dinge sein. Vielleicht kommt noch was. Mal sehen, mal gucken, wer weiß. Ja, mal gucken, was man noch so schießen kann, sag ich jetzt mal. Genau. Wie es so schön heißt. Genau. Und wir haben diese Box vom guten alten Sosh-Content. Also alt weiß ich nicht. Sorry, dass ich dich alt bezeichnet habe. Ja, moin, erstmal ein Dislike. Nein. Ich danke dir vielmals auch für diese nette eBay-Unterhaltung und wir freuen uns auch schon, deine Streams anzugucken und generell dich dann auch öfter zu verfolgen. Jetzt, wo wir arbeitstechnisch nicht mehr so eingespannt sind durch Corona, ist das auch ein bisschen mehr möglich. Ja, aber meine Lieben, nicht lang schnacken, Kopf in... Nee, das ist der falsche Spruch. Ich werde jetzt diese Folie abreißen von der Tinbox. Entferne sie, mach sie wertlos. So. Kriegst du das hin? Ich weiß, ich habe Angst. Ich will halt keine Schere, kein Messer benutzen, weil ich echt Schiss habe. Einfach. Wir werden wahrscheinlich die Tonne hoch. Na doch. Zumindest so den kleinen Anfang. Nee, das geht schon. Oh, sie ist wertlos. Und nicht wundern, dass hier so der Bereich vielleicht ein bisschen heller ist. Wir versuchen gerade ein bisschen mit dem Licht zu spielen. Weil spielen mit dem Feuer. Außen ist zwar noch hell, aber es reicht nicht aus, um unseren Aufnahmeraum so ein bisschen auszuleuchten. Deswegen versuchen wir gerade mit anderen Licht zu arbeiten als sonst, weil sonst haben wir das Licht von oben, hier haben wir es mal von hier, deswegen einfach Wir probieren. Genau, ihr könnt ja gerne mal Feedback in die Kommentare schreiben. Ich mal diesen Holo-Effekt schon mal jetzt schon. Mhm. So, ich zeige euch nochmal die Box generell. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist... Ein Flambirex, oder? Flambirex. Ich wollte gerade Verkugel sagen, aber das wäre die Vorentwicklung gewesen. Wie gesagt, fünfte Generation ist... ich glaube, nicht meine Lieblingsgeneration. Was sagst du? Du kennst die auch überhaupt nicht. Nee, bin ich raus. Ja, ich habe Schwarz-Weiß nie gespielt. Ja, Schwarz-Weiß war nicht so das Premium-Spiel, aber ich muss zugeben, ich mag Atmurai sehr. Ich habe Schwarz-Weiß gespielt und dachte mir so danach, gut, schönes Pokémon halt. Und dann, ja, wir wissen wie gesagt auch überhaupt nicht, was in den Boostern drin sein könnte. Das, oder was der überhaupt nicht da dran sind. Ich glaube, EX... Weißt du, was da drin ist? Nein. Habe ich dir das erzählt? Nein. Die Legendenkarte. Ach, die gibt zweigeteilt. Leute, Heart, Go, Soul, Silver. Oh, okay, jetzt wird's jetzt wird's spannend. So, ich versuche diese Atmurai-Karte. War das System noch nicht so ausgeklügelt? So, oh Gott. Naja. Habe ich es geschafft. Boah, guckt euch diese alten Codes an. Soll ich mal im Schreiben schon merken. Ja, das musst du dann lizenzieren, weil das hätte ich, ich muss zugeben, das hätte ich gerne schon im Online-TCG. So, guckt euch diese wunderschöne Karte an, den Holo-Effekt, den wir jetzt auch bei Schwert und Schild haben. Nur andersrum, glaube ich. Ja, genau. Was konnte denn diese Karte damals?
Panzerhaut. Schaden, der diesem Pokémon durch Angriffe zugefügt wird, wird um 20 Schadenspunkte reduziert. Dann Hydropumpe, 3x Energie, 70 Schaden. Dieser Angriff fügt 10 weitere Schadenspunkte für jede an dieses Wasser, Pokémon angelegte Wasserenergie zu. Hm? Okay. Ja, kann man machen. So, also das ist... Also, wenn... Sehr spannend, ja. Leute, wenn wir eine Legendenkarte ziehen, ich schreie euch an. Ah, die Booster kennen wir schon von der Victini-Box. Genau, die hatten wir ja schon. Und die auch. Das ist gut. Das, keine Ahnung. Das ist ein Base. Das ist ein Base. Würde ich sagen, aus Schwarz und Weiß. Base-Set, Schwarz-Weiß. Ah, guck mal! Oh, ist die süß. Noch eine Admiral-Figur. Der hat irgendwas... Oh. Ja, hast du dazu? Oh, ein Zusteller. Ach so, wo man die Figur draufschauen. Ja, moin, sieht aus wie eine Zirkusfigur dann. Warte, so, ich mach erst. Ah, kennt ihr dieses Geräusch von der Tafel, wenn man daran rankratzt? Ah, das hatte ich gerade. Ja, so, ja, ich mach alles ordentlich wieder zu. Die Büchse der Pandora wurde geöffnet. Es kann eigentlich nur noch besser, schlechter, wie wir werden sehen. Wir hoffen noch besser. So, hier schlechter ist der süße Kammeraufsteller. Das ist niedlich. Ich liebe ja solche Pokémon-Figuren. Ich habe immer noch viele, viele von, boah, noch 2000, 1998. Ich habe ja schon sehr, schon sehr lange angefangen damit. Guck mal, meine kleine Admiral-Figur. Echt gut gemacht, ja. Sehr cool. Oh, sehr, sehr cool. So schön. Ach, ist die niedlich. Mhm. So, machen wir die denn jetzt rein? Ja, genau, nee, da sind zwei. Jetzt genau. Hier ist Bob der Baumeister gefragt. Ja, am besten auch noch näher an die Kamera, weil dann sehen sie Leute auch besser. Genau. Naja, man muss ja mal... oh, Leute. Und die Figuren von damals sind somit viel Liebe gemacht. Also jetzt auch schon, aber früher war das irgendwie alles anders. Früher war alles besser. Und guck mal, das heißt übrigens jetzt 3 Booster von Schwarz und Weiß. Und eins von... Jetzt haben wir es, ne? Ja, jetzt haben wir es kapiert. Ach, Leute. Jetzt haben wir es kapiert. Oh, okay. Okay. Wie gesagt, Booster wieder vorsichtig öffnen. Ja. Hier kann eine Endkarte drin sein, wenn ich mich noch erinnere. Ja. Hier, keine Ahnung. Und hier sind, glaube ich, ihr könnt uns immer korrigieren und reinschreiben, was es da eigentlich wirklich gibt. Mhm. Wir werden uns danach auch informieren und vielleicht noch was zu sagen. Oder einblenden. Legendenkarten. Ja. So, ich möchte auf jeden Fall gerne die öffnen. Ja. Jeder kriegt einmal die hier. Dann würde ich das Base-Set nehmen, sozusagen. Aber die hier erstmal zuerst, weil wir die schon mal geöffnet hatten. Ganz wie viele Karten waren das nach vorne? Waren das 3? Ich glaube, das ist schwarz und weiß gewesen, also 3. Oh, Leute, ich habe immer Angst mit diesen Boostern. Ich bin nicht so gut in sowas. Eigentlich. Aber... Oh, oh, oh. Ich habe heute richtig kein Gefühl. Dann schon mal versuchen, meine aufzunehmen. Ja, das kann hier nämlich noch ein bisschen dauern. Mal gucken. Oh, Leute. Perfektion. Jetzt müssen noch die Karten raus. Einfach rausfallen. Das wäre schön. Oh, eine ist noch drin. Das ist die Codekarte. Und noch eine Karte. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt schon den Kartentrick, kann ich jetzt schon vergessen. Leute, es ist nichts kaputt gegangen. Mir ist auch alles ganz. Yippie! Das ist schön. Ja. So, also ich weiß nicht, ich habe jetzt wahrscheinlich schon die Rare irgendwo im Nirgendwo. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es aus. Genau. Wir haben ein wunderschönes Dusigur. Ein Castadur. Mhm. Ein WhatsApp. 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 Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Ich freue mich so. Oh, das ist so schön. Ein Linnip. Oh, hier ist die Reverse-Karte. Das heißt, ich fange mal von unten an. Achtung. Ein Mollymorba. Mhm. Okay. So, fangen wir nach. Eine Trainerkarte, der Schmetterhammer. Ich glaube, ein paar kann man noch. Ein Voltula, passend zum WhatsApp, das freut mich. Aha. So, okay. Ich glaube, dann kommt ein Fulikon, also das habe ich natürlich nicht gedacht, aber jetzt müsste alles gemacht sein. Und unser Rare ist ein Brokkolos für meinen Pokédex! Ja!
Okay. Nicht schlecht. Das ist schön. Nicht Och, schlecht. Wieder irgendwas abgehakt von meiner Pokédex-Liste. Oh, es ist schön. Okay. Ich mache den Platz frei. Mhm. Ach Leute, das ist so spannend. Auch wenn es nur ein bisschen ist, das ist schön. So, gucken wir mal. Ja. Ich kann es mal ein bisschen weiter runter. So. Ich will mitkommen. So, Barschuft. Mhm. Hypnomorba. Ein Rollo. Ein Strawickel. Das ist so süß. Watzapf. Ein Wegimax. Das Wegimax so. Hihihi, hast du geöffnet. Klick. Oh. Ein Petsniff. Wurmball in Reverse. Dieses Reverse ist auch übelst. Ja. Ich glaub, da sind sie auch wieder zurückgegangen, so mit diesen Symbolen und so, ne? Ist echt schön. Und ein Tentantel als Non-Rolo. Okay. So, ich würde jetzt sagen, du machst mal das Base-Set auf. Okay. Und ich mach hier... Ja. Oh, Leute. Ich versuch mal... Ja, ich versuch... Also ich krieg's halt nur hinten auf. Ich krieg das oben gar nicht auf. Vielen Dank, Leute. Es muss, wie gesagt, nichts hier drin sein. Also, es wäre natürlich cool, einfach um euch das ja auch zu zeigen. Wie sowas aber aussehen können, wenn man jetzt sieht. Na komm, wir hatten in Clash of the Band schon ziemlich schöne große Hits. Im Base-Set ist kein Code. Im Base-Set ist kein Code? Ist kein Code. Okay, ich bin mal gespannt. Oh, so, ich hoffe, wieder perfektionistisch aufgemacht. Diesmal hat es geklappt. Also, beim letzten Bikini, das war ja aufgerissen. Cool, du kannst schon mal anfangen. Genau. Ich würde schon mal anfangen. Ach, wir fangen wieder mit einem Barschuft an. Ah, okay. Ist das das Pokémon gleiche? Nee, das ist ein anderes. Okay. Pokémon Kommunikation. Pokédex. Ein Sodamak. Ein Serpifeu. Elzeba. Sind die süß? Oh, die sind so hübsch gemacht. Das ist echt cool. Das Serpifeu war auch so in dem Stil. Hast du das gesehen? Habe ich gar nicht. Ja, guck, stimmt. Mal. Das sieht so aus, als wäre das so übelst noch so programmiert. Als ja wäre immer noch nicht erschaffen worden. Und jetzt, das ist so das. Oh ja, eine Pflanzenenergie. Ein Caradonis in Reverse. Aber das Reverse noch so ganz komisch. Ja, das sieht so. Das ist so, wie eine Fake-Karte aussieht. Mhm. So ein Evolution, den Stil. Auch wenn das. Ich glaube, das kann man immer. Ach nee, wen haben wir denn da? Ja, das hätte eigentlich das Pack für dich sein sollen, ja, denke ich. Ich sehe schon. Grifeldis, das meckert auch schon hier. Das schreit ja hier, was soll das? Du, das hätte mal bei meinem Bingo dabei sein sollen. Nee. Jetzt kann ich es nicht mehr leiden. So, das ist jetzt hier Hard Gold zu Silber. Ich habe keine Ahnung von dem Kartentrick. Ja. Mach's ein bisschen weiter runter, glaube ich, damit ja, es ein bisschen eingeleuchtet ist. Ja. Hier. Oh. Genau, damit so man es auch ein bisschen sieht. Dieses Ratz habe ich auch irgendwo in meinem Ordner. Echt? Ja, das okay ist ja verrückt. Slimer, die Karten. Die Karten kommen mir bis jetzt sehr bekannt vor. Ein sehr cooles Kickli. Ja. Ein Schneckmack. Ein Grammox. So, ich muss hier wieder langsamer machen. Ich weiß. Psyana. Ist das? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall rare. Eine Evolution auf der Evolution Map. Ist auf jeden Fall eine Rare. Ja, ich würde das mal als Hit gelten. Oh, ja. Wie schön, Leute. Ich mach ist mal so. Schön, ja. Ja, so schön. Jetzt habe ich ein schönes Psyana. So, ein Driftzeppeli. Ein Stolrock. Ich bin ja ein großer Stollers-Fan. Ich liebe ja diese. Ich bin ja sowieso dritte Generation ist. Oh, die Blumenfrau. Das war's auch schon. Das war's schon. Leute, das war's das schon. Das war's schon. Oh, das ist so traurig. Aber ich sag jetzt mal. Das ist aber so schön. Sag ist immer, das ist so mal, traurig. Irgendwie eine Art Hit. Ich weiß nicht, was das ist. Es sind halt keine EX-Karten. Das sind halt einfach nur so. Wir sleeven das einfach mal ein. Genau. Das sind so Karten, wo die Pokémon aus der Karte rausspringen. Ja. So. Also, wie gesagt, jetzt kein großer, aber das. Oh, ich liebe ja Evolution. Das ist toll. Psyana ist, das ist für mich wie gerufen gekommen. Ja. Und wir haben natürlich auch das Atmurai. Genau. Als Leute, die werden gleich in die Sammlung reinfliegen. Mhm. Ganz unbesehrt. Und dieser goldene, schöne Rand. Und diese kleinen Sparkles. Ja, stimmt. Ach Leute, ich will mehr davon. Ich will. Ich will noch mehr. Also ganz ehrlich, das ist zwar unbezahlbar,
Aber wenn mal ein Display reinfliegen würde. Das wäre heftig. Das wäre anders heftig, genau. Legendenkarten. Also ich hoffe, wie gesagt, dass ich davon noch mehr öffnen kann. Und auch von den... ganzen anderen Sets. Wir wollten ja, wie gesagt, mal Evolution gucken, ob wir da noch was abkriegen. Generation haben wir jetzt mal ein bisschen genug geöffnet. Ja, kann man so sagen. Genau. Ansonsten, wenn ihr wirklich coole Sets habt, wo ihr sagt, das müsst ihr auch mal öffnen oder euch angucken oder keine Ahnung, irgendwie... Oder ihr habt Tipps für irgendwelche anderen Videos, Ideen, immer her damit, Leute. Wir freuen uns auch so. Also es ist jetzt schon eigentlich heftig, einfach sowas Altes in der Hand zu haben. Definitiv. Oh, da geht mein kleines altes Kinderherz auf. Mein kleines altes. Dein kleines altes? Ja, ich sag gerne alt. Ja, alt. Nein. Richtig schön vintage. Meine Lieben, das war's schon. Ja. Tinbox ist leer. Tinbox ist leer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber natürlich. Also mir hat es gefallen. Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Ja, und wenn es euch auch gefallen hat, natürlich, dann lasst doch gerne ein Däumchen da für das Video. Na. Lasst ein paar... Ich habe ja gesagt. Ja, okay. Mann, ich werde hier wieder angefochten, dass ich ihn nicht ausreden lasse. Guck beim guten Sosh-Content vorbei. Der spielt auch schöne Pokémon-Games. Und nochmal liebe Grüße an dich. Vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Und jetzt darfst du weiterreden. Ich mache schon mal mit ganz viel Liebe Schluss. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht die netten Wörtchen in die Kommentärchen. Und wenn ihr irgendwie Tipps und Tricks habt, was unsere Belichtung angeht, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Wir können daraus ja auch nur lernen. Wir sind gerade viel am Experimentieren, wie gesagt. Und wir bräuchten einfach mal Tageslicht, weil wir kommen immer sehr spät nach Hause. Und aber na gut, das ist ja egal. Blub die blub. Ich bin ruhig. Ja. Nochmal tschüss. Okay, Vergesst nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig.